weiß nicht, wie spät es jetzt im Blog ist. Vielleicht ist es auch der Anfang. Wenn es der Anfang ist, hallo, vielleicht sollte ich mal die Musik wegmachen. Wenn es der Anfang vom Blog ist, dann herzlich willkommen zu diesem neuen Blog. Wenn nicht, dann hi, keine Ahnung, es ist gerade irgendwie mitten am Tag. Und Jana hat sich dazu entschieden, dass wir uns jetzt Halloween-Make-ups machen müssen. Und zwar hat sie bei... Willst du selber reden oder soll ich? Mach du ich erst. Ah, okay. Jana hat bei TikTok ein Video gesehen, wo jemand sich so eine Skull, also so einen ganz normalen Totenkopf eigentlich gemacht hat, aber in Neon. So. Und da ist nichts Schönes. Da ist alles übertrieben. Warte mal. Neon, Totenkopf, Weiß, Make-up. Ist einfach nur so weiß aufgemalt und dann so... Okay, aber halt nicht mit schwarz, sondern... Okay, ich hab doch vorhin ein Video schon ähnliches. Kann man das erkennen? So, aber halt in... Cooler aufgemalt. Cooler aufgemalt. Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber ich würde erst pink machen auf jeden Fall. Wow. Hm. Was hast du denn jetzt gemacht, die Marke zu behalten? Ja. Du Influencer, hör mal. Boah, ich hab das Gefühl, ich stinke. Ich hab mich jetzt eingedeodorantisiert und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Jetzt riecht Puder. Nach Puder riecht es? Gibt es Puderdeo? Wir brauchen irgendwie noch Puderdeo. Nee, aber es gibt so, also dass es nach Puder riecht. Wir haben jetzt hier diese James Charles Palette, die schon richtig gut aussieht. Wow. Also wir werden das jetzt irgendwie mal ausprobieren. Irgendwie mache ich in jedem Video eine Grimasse. Ich versuche das jetzt zu lassen, weil ich sehe die ganze Zeit in Insta-Stories irgendwelche Bilder, wo ich hässlich aussehe. Ja, aber das liegt ja nicht an den Grimassen, ne? Machen wir jetzt einfach mal einen Zeitraffer, liebe Leute, und schauen, wie das dann am Ende aussieht. Wer weiß. Ein kleiner Zwischenstand, meine lieben Freunde. Es sieht gerade ziemlich scheiße wollte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen crazy aus. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, du kannst das hier hochdrehen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir noch falsche Wimpern aufzukleben. Und dies sind die von der lieben Naomi. Die hat die mit Melody Lashes zusammen rausgebracht und das sind die Chilis. Die sehen so voll crazy aus. Und ich habe die jetzt schon abgeschnitten. Normalerweise sind die größer, aber ich glaube, die werden ziemlich cool aussehen. Sind also die in der Mitte so kleiner? Die sind so abwechselnd. Ja, abwechselnd, groß und klein, genau. Und ich mache jetzt noch ein bisschen Lidschatten, dann klebe ich die auf und dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Glitzer dran und dann sieht es hoffentlich ganz cool aus. Okay, Leute, Jana ist noch dabei, aber ich glaube, weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, glaube, das hier ist jetzt mein fertiger Look. Sieht, geht so gut aus. Also die äußeren Zähne hier, finde ich, sind eigentlich ziemlich gut geworden. Die inneren eher weniger, aber ich finde die Wimpern mega, mega cool. Also passt auf jeden Fall voll zu dem Look. Die gibt es bei DM, falls die nicht schon ausverkauft sind. Voll verrückt, mich die ganze Zeit anzusehen. Wir schauen mal, wie weit Jana ist. Noch nicht zeigen? Okay, noch nicht zeigen. Wir haben gerade Fotos gemacht. Ich glaube, man erkennt noch gar nicht so richtig irgendwas hier. Aber ich darf jetzt auch Jana revealen. Hallo, man erkennt irgendwie nichts. Ah, doch, jetzt. Hi. Tada. Pretty. Und jetzt wieder abschminken, oder? Wir bleiben jetzt einfach so. TikTok. Ach ja, TikTok. So, Leute, wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist es jetzt ein bisschen später. Ich habe mich umgezogen und ich habe meine Haare gewaschen und, was wahrscheinlich am auffälligsten ist, ich habe mich abgeschminkt. Das war echt eine Tortur. Also es hat ein bisschen gedauert, vor allen Dingen diesen Wimpernkleber abzubekommen. Alle, die schon mal sich falsche Wimpern aufgeklebt haben, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede und wir brauchen da nicht weiter drüber sprechen. Es ist einfach ungefähr das Nervigste, was es auf diesem Planeten gibt. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade dabei, meine Bilder auf meinen Laptop zu packen, die wir vorhin gemacht haben, damit ich die bearbeiten kann. Und hier sind sie jetzt auch alle schon. Ich habe die jetzt gerade schon mal alle hier hochgeladen. Man erkennt ungefähr nichts, was übelst überbelichtet ist. Wow, okay. Okay, jetzt kann man schon mehr erkennen. Auf jeden Fall sind die Bilder richtig, richtig cool geworden. Okay, das nicht. Wow, das ist so ein richtiges Fail-Bild. Außerdem habe ich, wie ihr vielleicht erkennen könnt, einen neuen Laptop. Und zwar ist das LG Gram, so sieht das aus. Das habe ich von LG zugeschickt bekommen. Es ist eine Kooperation mit LG und ich finde diesen Laptop richtig, richtig cool. Vor allen Dingen finde ich super, wie unfassbar groß dieses Display ist. Also es ist wirklich so wenig Rand
wenn ihr wisst, was ich meine, hier am Laptop. Und so mega viel Bildschirm. Und der Laptop generell ist auch echt super dünn. Und was ich auch sagen muss, der ist wirklich mega leicht. Also ich kann es euch jetzt natürlich nicht demonstrieren, wie leicht der ist. Aber ohne Spaß, im Gegensatz zu wesentlich, beziehungsweise im Gegensatz zu allen anderen Laptops, die ich so hatte, ist der echt sehr, sehr leicht. Außerdem hat er auch hier oben so eine Fingerabdruckerkennung, was ich mega cool finde. Also man muss nicht jedes Mal sein Passwort eingeben, sondern kann es einfach mit dem Fingerabdruck machen. Also falls euch der Laptop interessiert, wie gesagt, der ist wirklich super leicht und dadurch auch mega praktisch, um ihn mitzunehmen irgendwohin. Passt auch in jeden Rucksack und in jede größere Tasche rein und man spürt ihn nicht so doll und es tut nicht so weh nach einer Zeit, weil Laptops können echt schwer sein, Leute, ohne Spaß. Da habe ich auch schon so viele Probleme mit gehabt immer. Ich packe euch auf jeden Fall mal einen Link unten in die Infobox, wo ihr den Laptop kaufen könnt. Falls er euch interessiert, dann schaut auf jeden Fall einfach dort vorbei. Was ich auch sagen muss, der Akku von dem Ding ist so mega gut, aber das zeige ich euch noch später. Ich werde jetzt erstmal meine Bilder bearbeiten und erstmal auswählen überhaupt. So, ich gehe jetzt rüber zu Jana mit the Laptop, the Handy und meinen Pantoffeln. Ich gehe damit jetzt zwar raus, aber es ist nur ein ganz kurzer Weg und außerdem, ich habe einfach keinen Bock, richtige Schuhe anzuziehen und meine Füße sind kalt und deswegen lasse ich jetzt einfach meine Pantoffeln an, okay? Und so dreckig ist es hier jetzt auch nicht. Was? Hi, was geht denn? Du musst erzählen, was du gerade gemacht hast. Ich bin gerade rübergekommen, das habe ich aber alles schon erzählt, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und ich gucke jetzt... Ja, doch, du bist jetzt da. Achso, ja, ich bin jetzt da. Und ich habe gerade Insta-Stories geguckt von den Love Island-Leuten, damit ich mal wieder weiß, was so abgeht, ob die noch zusammen sind oder nicht. Weil das ist ja immer so eine Sache und ziemlich interessant. Damit bin ich jetzt fertig. Es ist alles beim alten, Leute. Also es gibt keine Neuigkeiten. Melina und Tim sind immer noch sehr glücklich. Ich schaue jetzt YouTube-Videos. Leute, ich bin wieder back in the hood. Jana ist auch am Start. Oh, meine Haare sind irgendwie lost gerade. So richtig lost. Wusstest du, dass Lost das neue Jugendwort 2020 ist? Der Wahnsinn, Kannst oder? Kannst du mir erklären, wieso Mittwoch ein Jugendwort ist? Mittwoch ist ein Jugendwort? Das habe ich nicht gewusst. Das ist komisch. Ich habe auf jeden Fall eine neue Hose. Und zwei. Beziehungsweise ich habe... 32? Ja. Das ist meine Größe. Hä, das ist doch nicht 32. Doch, die ist irgendwie so, die fällt groß aus. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, ja, eine Hose, die ich gekauft habe. Die hatte ich eigentlich schon. Aber ich habe mir die komplett versaut beim Obi-Dreh, weil wir da was mit Acrylfarbe gemacht haben. Und dann ist meine komplette Hose voll mit Acrylfarbe geworden. Also auf jeden Fall ist da richtig viel Acrylfarbe drauf geklatscht. Und die kriegt man bekanntlich nicht mehr raus. Und deswegen habe ich erst versucht, die Hose, also das ist die gleiche Hose, schwarz zu färben. Das hat an sich auch geklappt. Aber, die ist jetzt auch noch ein bisschen nass, die Stelle mit der Acrylfarbe hat sich natürlich nicht gefärbt. Und die andere Stelle mit der Acrylfarbe auch natürlich nicht schwarz gefärbt. Das hat mir meine Mama dann nachher gesagt, dass das logisch ist, dass das keinen Sinn macht, was ich getan habe, weil... Kannst du nochmal schwarze Acrylfarbe drüber machen? Ja, ich habe überlegt, tatsächlich einfach Edding drüber zu machen. Aber ich glaube, das sieht man trotzdem. Deswegen ist diese Hose jetzt leider ruiniert. Ja, ich glaube, ich werde es echt versuchen, aber mal sehen. Keine Ahnung. Ich habe gedacht so, okay, voll cool, dann habe ich die Hose auch noch in schwarz. Aber ja, bis jetzt war das leider ein Fail. Und vorhin war ich dann auch noch bei Rewe. Bei La Rêve. Ich habe auf jeden Fall bei Rewe so Kichererbsen-Chips hier gekauft. Wollen wir die testen? Ich mag keine Kichererbsen, aber ja unbedingt. Ich mag auch keine Kichererbsen. Aber Kichererbsen-Chips schmecken ja gewöhnlich nicht nach Kichererbsen. Das ist einfach wie Reiswaffeln gewürzt. Geht mit doch, oder? Combeer. Ja, siehst du. Mit Paprika. Außerdem habe ich dann noch neue Sojasauce gekauft. Super spannend. Dann habe ich Heidelbeeren gekauft. Ja, das heißt Blaubeeren. Ich hasse es, wenn Menschen Heidelbeeren sagen. Blaubeeren. Außerdem habe ich dann nochmal überlegt, ich werde wieder versuchen, den veganen Käse hier mal wieder auszutesten. Ich mochte den letztes Mal nicht so gerne, aber ich habe letztens bei Mikey einen veganen Käsetoast gegessen. Also so ein Grilled Cheese-mäßiges Ding. Und da war der hier drauf und es hat richtig lecker geschmeckt. Auf jeden Fall habe ich den jetzt mal wieder gekauft, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht haben wir uns einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht sind wir uns einfach zum falschen Zeitpunkt begegnet, wisst ihr? Und jetzt mögen wir uns.
Vielleicht werden wir uns mögen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Dann habe ich noch Limettensaft gekauft. Das ist einfach nur purer Limettensaft. Sugo Picante. Dort ist Tomatensauce mit Chili. Also quasi eigentlich Arrabbiata-Soße. Und was ich noch geholt habe, ist Miso-Paste. Die habe ich gefunden. Das ist so eine asiatische Gewürzpaste. Damit machen die Suppen und sowas. Und ich habe hier ganz viele Glasnudeln und sowas. Machen wir das gleich? Ja, ich habe überlegt, ob wir wirklich so eine Suppe machen können. Weil das ist... Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Oder schmeckt das denn? Ja, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Aber es ist eigentlich wie Gemüsebrühe. Auf jeden Fall habe ich die hier geholt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und zu allerletzt, was habe ich noch geholt? Noch zwei verschiedene Dinge. Und zwar einmal wieder den Simply V Frischkäse mit Mandeln. Also der ist aus Mandeln besteht, den finde ich richtig, richtig lecker. Und dann noch ganz normal diesen Simply V vegane Genießerscheiben Käse. Also eigentlich so Käsescheiben. Oh mein Gott, Käsescheiben. Da steht ein V hinter. Dachtest du nur Simply? Ja. Hä, ich hab nie drauf geachtet. Ich dachte, man wäre so am Herz oder so. Ich mache jetzt hier ein bisschen Süppchen. Hi. Wir machen jetzt Süppel. Die Suppe. Also Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen Wasser. Kannst du filmen? Nein, ich muss mit dem Bild sein, dann ist schöner. Spaß. Sophie, Julia, übertreib. Ja, ich glaube schon. Weil hier steht für 800 Milliliter Wasser 3 bis 4 Esslöffel. Und das sind jetzt hier keine 800 Milliliter Wasser, sondern 300 Milliliter. Deswegen denke ich mir, passt die Menge Paste doch ganz gut. Mikey hat gesagt, die gleiche Menge Sojasauce wie Miso-Paste, glaube ich zumindest. Ach, wie schön, das ist genau noch ein Esslöffel. Jeder Asiate möchte jetzt wahrscheinlich schreien, wenn er sieht, was ich hier gerade mache. Aber Leute, ihr dürft schreien. Welche Nudeln wollen wir nehmen? Entweder die hier, die sind ganz dünn, oder diese hier, das sind so Platten. Hey, du hast aber da welche. Auch hier. Hier. Hast du die? Okay, dann nehme ich die. Und dann nicht Salz rein? Die Sojasauce ist wie Salz. Und Pfeffer oder sowas? Oder irgendein anderes Gewürz? Nee, Mausi. Da kommt nur Sojasauce rein sonst. Okay, man könnte theoretisch, wenn man will, noch Milch reinmachen, aber ich glaube, das will ich nicht. Ich sehe schon kommen, ich werde es gleich alleine essen. Ja, ist gut. Echt? Ja. So sieht es jetzt gerade aus, sind irgendwie ein bisschen viele Nudeln für ein bisschen Nein, wenig Brühe. Ja, das stimmt eigentlich. Hast du auch wieder recht. Aber ich lasse das jetzt mal noch so ein bisschen köcheln, pack dann Janas Teil raus, dann packe ich bei mir noch Zwiebeln mit rein, lass das noch mal kurz köcheln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig. Ich habe Julia hat jetzt gemacht. Viel mehr als ich genommen, richtig. Das war aus Versehen. Ich habe Janas zuerst rausgemacht. Das sieht jetzt so aus. Und dann habe ich meins rausgemacht. Oh, dann habe ich meins rausgemacht, weil ich ja die Zwiebeln noch mit reingekocht habe. Und ich dachte, das wäre die gleiche Menge. Sorry. Und jetzt gucken wir. Probiert. Jetzt gucken wir hier irgendein Video. Ich weiß nicht, was Jana sagt. Elf Control again. The melee of family. Ja. Jana, wow. Jana hat das hier rausgesucht. Keine Ahnung, was das ist. Und wir haben dazu wunderschöne, viel zu prall gefüllte Weingläser mit Wasser. Ich habe extra weniger reingemacht. Wir probieren das jetzt mal, würde ich sagen, oder? Du hast weniger reingemacht extra. Wolltest du es ganz voll machen? Ja. Ich werde das jetzt hier mal versuchen, mit Stäbchen ich zu essen. Ich möchte auch Stäbchen. Willst du? Du bist so gemein. Du ich dachte, du mehr, willst. Nimmst die Stäbchen. Finde ich richtig gemein. Ich dachte, du willst keine Stäbchen. Wo sind Stäbi-Babys? Die sind da hinten bei den Strohhalmen. Great. Yes. I like it as well. Kann ich nur empfehlen, Leute. Ist einfach nur Sojasauce, Miso-Paste und Wasser. So, we just made us some blueberries and some watermelon. And now we're gonna eat this with some stevies. Wow, du hast einfach nur da reingepiekst. Oh my god, we're doing this with some, like, Stäbchen. Stäbchen? Ja, sind wieder verein. So machen wir das auch nie, ne? Das ist ja total fake. Ich bin heute mal wieder mit. Wie schnell isst du? Du bist die ganze Zeit so direkt in deinen Mund schieben. Hey, voll exposed, Jana. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Morgen und ich habe Locken bzw. Wellen, wie ihr sehen könnt. Die habe ich gestern im Livestream gemacht. Ich war gestern bei Beautix Parfum wieder live und gestern fand ich die nicht so cool, muss ich sagen. Aber heute gehen sie tatsächlich schon. Aber diese Vorsträhnen hier, irgendwie mag ich die nicht. Ich habe das mit so einem Welleneisen gemacht. Und jetzt gerade bin ich dabei bzw. habe gerade vor. Ich will gerade ein YouTube-Video hochladen. So sieht es ungefähr übrigens aus, wenn ich ein Video hochladen will. Ich glaube, man erkennt gerade überhaupt
nichts. Amazing, ich liebe diese Kamera. Aber was ich noch sagen wollte, ich finde es so krass, wie lange dieser Akku von dem Laptop hält. Also vom LG Gram, was ich euch gestern, also beziehungsweise vor ein paar Minuten gezeigt habe. Ich habe den gestern so lange benutzt, wirklich. Ich habe so viele YouTube-Videos damit geschaut mit Jana und die Bilder bearbeitet. Und jetzt gerade lade ich noch das Video hoch und der Akku ist immer noch nicht leer. Und Jana war auch so richtig geschockt, wie leicht der ist. Also der ist wirklich so leicht. Kennt ihr dieses Bild von Kanye West, wo der seinen Laptop so an der Spitze hält, obwohl das so ein richtig schwerer ist? Mit diesem hier könnte man das halt literally wirklich machen und es würde nichts passieren. Also schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Und ich lade jetzt hier erstmal weiter hoch. So, ich habe jetzt gerade ganz lange noch weiter Vlog geschnitten und ich wollte mich mal bei euch bedanken, Leute, dass die Vlogs so gut bei euch ankommen. Ich lade jetzt seit, ich glaube, einer oder zwei Wochen wieder regelmäßig, beziehungsweise ich habe zwei Vlogs hochgeladen vor diesem, wieder Vlogs hoch und ich freue mich so, dass sie so gut bei euch ankommen und dass so viele von euch die Vlogs einfach noch schauen. Ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass irgendwie keiner mehr gucken will, weil ich jetzt so lange nichts mehr hochgeladen habe. Ich freue mich mega über euer positives Feedback und werde jetzt auf jeden Fall weiterhin viele Vlogs hochladen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog hier gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüssi!